Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Was für ein Lager ist das hier? Idiot! Das siehst du doch! Es ist ein Gefangenenlager! Hier kommt ein Morra wie du hin, wenn er uns Ärger macht. Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Ihr Morras seid nicht einsichtig. Aufsässig seid ihr. Statt für mich zu arbeiten, lasst ihr euch von wilden Tieren zerfleischen. Diese blöde Aufsässigkeit, sich lieber von Tieren fressen zu lassen, als zu arbeiten. Wer ist hier der Boss? Ich bin hier der Boss. Du bist also der Herr dieser Stadt. Nein, natürlich nicht. Umbra ist der Anführer dieser schmierigen kleinen Siedlung. Und ich hoffe, das ist er nicht mehr lange. Ich schätze, du wärst gern an Umbraks Stelle. Umbrak ist verweichlicht. Die Morras in der Stadt haben viel zu viel Freiheiten. Umbrak ist scheinbar sehr beliebt. Beliebt? Jeder Ork und jeder Morra in diesem Nest hat Angst vor ihm. Aber ich glaube die Geschichten über seine Heldentaten nicht. Ich würde ihn herausfordern, wenn ich könnte. Was hindert dich daran, Umbrak herauszufordern? Dieser elende Schamane Grompel. Hallo Grompel. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn um Rat zu bitten. Man könnte fast sagen, dass Grompel der eigentliche Herr der Stadt ist. Ja, ich hatte ja schon ein paar Mal den Grompel erwähnt, ne? Also den Grompel, der mir zuschaut. Jetzt sind wir bei Grompel angekommen, den werden wir dann gleich noch besuchen. Mache ich das heute noch? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Grompel heben wir uns nächstes Mal auf. Grompel darf dann beim nächsten Mal vorbeischauen. Deine Sklaven werden von Tieren zerfleischt? Richtig. Die Idioten fliehen in die Berge und werden dort von Wölfen gefressen. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ich werde dem Kerl das Fell abziehen, der sie freigelassen hat. Vielleicht sollst du mal etwas härter durchgreifen. Vielleicht bist du ja irgendwie ein bisschen ein Loser oder so, ne? Dann könntest du vielleicht auch die Stadt übernehmen, wenn du ein bisschen erfolgreicher wärst. Aber so? Die meisten Sklaven arbeiten doch. Aber auch nur, weil ich sie dazu treibe. Ich könnte Grompel für dich töten. Das will ich sehen. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist, was? Nun gut. Ich würde dir einen Batzen Gold geben, wenn es dir gelingt. Hey Grompel, sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich werde dich wirklich früher oder später umbringen. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen. Nein, das wirst du nicht. Töte sie. Alle fünf. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Ich frage mich bloß, was das bringen soll. Die anderen kriegen es doch eh nicht mit, wenn unser Held hier irgendwo mitten in der Pampa ein paar Sklaven tötet, die geflohen sind, oder? Die Stadt wird stark geschwächt, wenn der Schamane Grompel fällt. Die miesen Rebellen sollen ruhig kommen. Ich habe keine Angst vor denen. Super. Haben wir also auch Zapotec kennengelernt, den kleinen miesen Verschwörer. Dann können wir mal kurz hier durchs Fenster reinschauen. Ach nein, das ist Zapotecs Bude, okay. Ich dachte, das war Grompels Bude, aber die ist dann wahrscheinlich irgendwo anders. Jarek, quatsch ich jetzt mit dem? Nö, den hebe ich mir noch auf. Ich will noch kurz gucken, wo ich Grompel finde. Der ist ja auch irgendwo, ich weiß aber nicht wo. Oder, nee, der ist nicht hier, ich glaube nicht. Oh, es läuft wieder flüssig, ich bin überrascht. Der war nicht im Sklavenlager, der war hier nebenan irgendwo. Hier in der Oberstadt. Ja, genau hier. Ey, Dude. Genau, da unten ist die Arena, so zur Orientierung. Wir bewegen uns also immer schön im Kreis hier. The Pavel. Na komm, mit dem reden wir noch. Normalerweise jage ich oben in den Bergen und häng nicht so unnütz herum. Warum bist du hier in der Stadt? Ich habe gerade einige unserer Felle beim Lagerwart abgegeben. Eigentlich wollte ich gerade nach Hause, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen. Bist du etwas faul, Pavel, hä? Was jagst du? Eigentlich alles, was auf unseren Ebenen hier lebt. Dazu muss man zuweilen ganz schön schnell und gelenkig sein. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Hey. Dazu müsstest du allerdings mit mir hoch zur Jägerhütte kommen. Ach nee, komm, später vielleicht, jetzt nicht. Den lassen wir erstmal hier sitzen.
Ansonsten haben wir hier jetzt keinen mehr, oder? Der noch irgendwas zu melden hat. Nö, Orksöldner, Orksöldner. Genau, und das ist hier die Hütte von, nicht von Grompel. Okay. Inok, hallo, ich weiß, wer du bist. Lass dir bloß nicht einfallen, hier zu klauen, klar? Sagt wer. Tut mir leid, ich bin etwas nervös. Was macht ein Kerl wie du in diesem Drecksnest? Was ist deine Aufgabe in diesem Nest? Was soll ich schon groß machen? Ich hänge hier rum wie die anderen Söldner und warte darauf, dass etwas passiert. Du bist Söldner der Orks und hast nichts zu tun? Doch sicher. Entlaufene Sklaven wieder einfangen. Ganz schöne Schinderei, in den dichten Wäldern draußen jemanden wiederzufinden. Du bist nicht wild drauf, die Sklaven wieder einzufangen, oder? Die armen Schweine haben in den Wäldern ohnehin keine große Überlebenschance. Wird die Sklavenjagd hier gut bezahlt? Viel zu gut. Wir Söldner schlagen uns regelrecht darum. Wir lassen sogar absichtlich Sklaven laufen, um später ihr Kopfgeld kassieren zu können. Ihr Söldner lasst Sklaven laufen? Das hast du nicht gehört, klar. Wenn die Orks das spitz kriegen, sind wir dran. Na, große Überraschung, hätte das gedacht. Was weißt du über diese Stadt? Silden liegt am Pass zu Nordmar. Als der Krieg begann, kamen die Orks aus dem Nordosten über die Berge. Deshalb ist Silden auch die erste Stadt, die überrannt und eingenommen wurde. Seit dem Tag hat es hier keine größeren Kämpfe mehr gegeben. Naja, Silden als Stadt zu bezeichnen, finde ich ein bisschen übertrieben vielleicht. Wer regiert diese Stadt? Umbrak. Im Krieg war er ein großer Feldherr der Orks. Grompel, der Stadtschamane, ist seine rechte Hand. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn vorher um Rat zu fragen. Der Stadtschamane finde ich aber auch geil. Das klingt wie so ein öffentliches Amt, wie so ein Beamter oder so. Du bist kein Söldner. Du bist ein Rebell. Verdammt, ich hätte besser die Schnauze halten sollen. Was wirst du nun machen? Na sowas. Rebellen gehören abgeschlachtet. Eigentlich schon, ne? Das weiß ich noch nicht. Wir üben es uns mal für später auf. Das weiß ich noch nicht. Schließ dich uns an. Einen Mann wie dich können wir brauchen. Ach nee, komm, hä? Na komm. Rebellen gehören abgeschlachtet. Schade. Ich hätte mehr von dir erwartet. Jetzt wirst du was erleben! Trottel. Oh, da nicht so Gehacke hier. Meine Fresse. Ach komm, nicht doch im Kampf, nein. Diese Standbilder hier. Das ist doch... Ah, das hält doch keiner aus. Hallo? 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 Noch ein bisschen langsamer vielleicht? Boah, Leute! Sorry, das tut mir jetzt echt leid, Leute, dass ich euch das jetzt antun muss hier. Oh nee, ach kommt. Wieso hackt das eigentlich immer im Kampf so extrem? Das verstehe ich auch nicht so richtig. Ja, ich gehe dann mal, ne? Lalala. Den nehmen wir uns später mal irgendwann vor. Also insofern ich jetzt noch hier wegkomme, weil es gerade mit den Frames ja extrem ungünstig aussieht. Alter, was ist denn das? Das kannst du ja keinem anbieten. Ach, wie schön, jetzt geht's wieder. Halt die Klappe. Schön, dass es jetzt wieder geht. Ich krieg dich noch! So, haben wir es geschafft? Sind wir los? Super. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ey, das ist echt unnormal, oder? Das kannst du doch, das geht überhaupt nicht mit in den Kämpfen, wenn das hier so unglaublich hackt. Da würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt mal hier einen Cut rein. Nur wir stellen uns nochmal zu unserem Dude hier vorne. Und dann sage ich mal, ey Dude, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, dann werden wir uns hier den Inok vornehmen. Dann werden wir mal ein bisschen mit Grompel, unserem Freund, reden. Dann werden wir mal bei Umbrak vielleicht vorbeischauen, insofern unser Ruf schon hoch genug steigt. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber jedenfalls lösen wir dann mal die Sildenaufträge. Für diese Aufnahmesession war es das erstmal. Da haben wir mal fix Okara durchgenommen, auch wenn wir da eigentlich nichts gemacht haben. Und sind schon zum nächsten Dörfchen weitergereist. Danach geht's nur noch nach Süden. Erst Treles und dann endlich Varant. Ich freue mich schon auf die Wüste. Denn Faring hebe ich mir für später auf. So, und deswegen bis zur nächsten Aufnahmesession, Freunde. Man sieht sich. Tschö. Welcome back, fellows. Herzlich willkommen zurück, Freunde. Wieder geht's los mit Gothic 3 hier. Und tatsächlich habe ich das letzte Mal mitgekriegt, warum die ganze Sache dann so abgekackt ist zum Ende in der Aufnahmesession.
denn die Platte war einfach so dermaßen voll, dass ich mit einer Punktlandung bei etwa 500 MB freiem Speicherplatz auf meiner Platte dann noch angekommen bin. Das ist zugegebenermaßen nicht viel, das ist vielleicht eine halbe Minute oder so, die ich noch hätte aufnehmen können, naja, egal. Wir wollen jedenfalls loslegen, hier mit Silden weiterzuarbeiten. Und ich weiß noch, wir haben beim letzten Mal den kleinen Enoch etwas verärgert. Mal schauen, ob wir den hinkriegen, da bin ich sehr gespannt. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass wir hier gleich wieder verrecken werden. Schauen wir mal nach. Hallo, Enoch! Ach, wir gehen einfach mal rein, oder? Bevor wir draußen noch... Ach, fick dich doch! Bevor wir draußen noch jemanden irgendwie verletzen oder so. Ich fand das mit der Enttarnung etwas merkwürdig bei Enoch, weil er ja wirklich ohne irgendwelche Anzeichen hat unser Held ja gesagt, hier, du bist ein Rebell, du bist böse. Eigentlich hatte der ja wirklich nichts gesagt, was darauf hingedeutet hatte, dass er jetzt hier der kleine Böse in der Stadt ist, ne? Aber er musste dann ja auch gleich etwas allergisch drauf reagieren auf unsere Anschuldigungen und musste direkt zum Kämpfen übergehen. Oh, weg, weg, weg. Ja. Einmal noch, dann haben wir den auch. So, haben wir das. Stirb! So, haben wir schon mal einen Quest gelöst, wieder mal, ohne dass wir es jemals angenommen hätten. Töte den Untergrundrebellen. Wunderbar, gefällt mir. Nehmen wir den kleinen Enoch noch aus, der hat eh nichts Besonderes für uns und dann schlafen wir erstmal. Das haben wir uns verdient. So, legst du dich dann mal hin? Sehr schön. Bis zum nächsten Morgen, bitte. Wunderbar. Gesundheit wieder voll. Enoch bleibt tot. Das ist schön. Und dann können wir uns jetzt mal weiter umsehen hier. Denn wir müssen ja noch unseren Freund, den Grumpel, besuchen. Moment mal kurz. Ich muss mal kurz hier meinen Laptop ein bisschen anders ausrichten. Beziehungsweise muss ja was drunter legen, damit die Lüftung ein bisschen besser ziehen kann. So. Da läuft er nämlich nicht ganz so schnell heiß. Aber irgendwie ist es noch schief. Eine Sekunde. So, ja. Wunderbar. Habe ich ganz vergessen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier noch jemanden haben. Da drüben steht noch ein Koch, den können wir gleich anquatschen. Ansonsten sind ja hauptsächlich random NPCs. So, gucken wir mal hier nach. Grumpel, mein Freund. Na, wie geht es dir, mein Kleiner? Hi. Ich kenne dich. Ich bin dir bereits begegnet. Nicht, dass ich wüsste. In meinen Träumen. Du warst allein und hast gekämpft. Du hast gut gekämpft. Viele Feinde hast du getötet. Was weißt du noch über mich? Deine Zukunft ist unklar. Viele Entscheidungen liegen vor dir. Du bist anders als die anderen Morras. Du bist wichtig. Aber alle Morras sind wichtig. Warum sagst du sowas, großer Grumpel? Geht's noch genauer? Ruhe! Deine Geschichte ist noch nicht geschrieben. Deshalb kann ich sie auch nicht sehen. Wer ist hier der Boss? Der große Kriegsherr Umbrak. Weit reichen die Geschichten über seine Heldentaten. Super. Wo finde ich diesen großen Kriegsherrn? Sein Thron steht im höchsten Gebäude dieser Stadt, Fremde. In das wir bestimmt noch nicht reinkommen werden, aber das werden wir gleich sehen. Arbeiten wir erstmal lieber alles ab hier mit Grumpel. Schauen wir mal. Was ist deine Aufgabe hier? Ich diene unserem Anführer mit meiner Weisheit und Weitsicht. Verstehe. Du bist sein Berater. Lehre mich dein Wissen. Schauen wir mal, was er kann. Ein Mauer, der sich für das Wissen der Schamanen interessiert. Ich gebe zu, das hat einen gewissen Reiz. Gut. Ich werde dich unterrichten, wenn Umbrak, unser großer Feldherr, dich empfängt. Wenn Umbrak dich respektiert, werde ich es auch tun. Verstehe. Nicht, dass wir das jemals vorhätten, irgendwelche Schamanenmagie zu erlernen, aber okay, das soll mir recht sein. Ich suche Xalas. Dann hast du eine weite Reise vor dir. Sein Turm steht in Nordmar, weit im Osten. Wusste ich schon vorher, aber das ist im Spiel der erste Hinweis darauf, wo man Xalas finden kann. Unseren kleinen Xardi-Body. So, gucken wir mal, was der hier uns so verkaufen kann. Zeig mir deine Ware. Ja, toll, das sind irgendwelche komischen Verwandlungstränke, Heiltränke, super. Interessiert mich alles nicht so sehr, denn ich bin jetzt nicht so der Alchemie-Freund. Zumindest hier bei Gothic 3. Hier steht was über Alchemie.
So viel dazu. Ja, also in Wirklichkeit bin ich schon ein Freund der Alchemie, beziehungsweise interessiere mich sehr dafür. Was wahrscheinlich auch einfach davon daher rührt, dass ich mich auch für Chemie interessiere und mich die Ursprünge dann interessieren, wie es dazu gekommen ist. Aber in Spielen finde ich die meist etwas öde. Da kaufe ich mir dann lieber die Heiltränke, als sie mir selbst herzustellen. Das ist mir dann meistens zu umständlich.